Hey folks, hello again zu Don't Starve. Und ja, wie das letzte Mal schon angekündigt, wir starten mitten in der Nacht und wollen jetzt dann demnächst erstmal ein bisschen Holz sammeln, damit wir uns ein paar Kisten vielleicht bauen können. Mal ganz kurz gucken, was man noch so alles unter Structures machen kann. Wood Wall, ah, okay, geil. Zwei Schilder, cool. Stone Walls, ist ja abgefahren. Okay, wir sollten vielleicht mal ein bisschen Fuel adden. So. Muss reichen, die Nacht ist ja gleich vorbei. Dann können wir uns ja jetzt praktisch eine richtige befestigte Basis bauen. Das ist geil. Wooden Flooring, okay. Alchemy Engine. Oh, it's a kind of magic. It's a kind of magic. Prestihatitator. Amplify the magical power of your top hat. Okay. Wollen wir mal gucken, dass wir da vielleicht echt... Ah, Büffel sind das, genau. Weil das sind Büffelhörner, die wir hier brauchen. Und Büffelfell. Barkeeper Hat. Aha. Naja, kann ja mal passieren. Wir machen jetzt dann auf jeden Fall erstmal ein bisschen Holz. Irgendwo hier oben, glaube ich, laut Karte war Holz, genau. Und das pflanzen wir dann eigentlich einfach ein bisschen näher an unsere Basis ran und dann sollte der Hase laufen. Na, war ja klar. Wo ist die andere? Hä? Achso, er hat automatisch nachgezogen, okay. Aber lang hält die auch nicht mehr, leider. Den hier noch choppen. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Mhm. Habe ich mir fast gedacht, dass das passieren wird. Dann bauen wir uns halt wieder eine. Was können wir gerade echt kein Ressourcenproblem haben im Moment eigentlich. Hervorragend. Ja. So, das sollte erstmal reichen, dass wir ein paar Kisten machen können. Kisten, brauchen wir für die Kisten brauchen wir erst die Bretter, genau sowas. Rope Boards. Ich habe wieder keinen Platz im Inventar. Dann lege ich mal die Kohle hier. Gut, so. Wie viele Bretter brauche ich für die Kiste? Halt hier. Chest 3 Stück, okay. Dann machen wir da mal noch 2. Geht genau auf. Könnte fatal werden in der nächsten Nacht, aber da müssen wir halt kurz vorher dann einfach nochmal 2, 3 Bäumchen hacken. Chest. Genau. Stelle ich mal hier ab. Hervorragend. Samen nehmen wir mit. Und in diese Chest packe ich jetzt mal ein paar Sachen schon rein. Red Cap packe ich. Ah, den könnte man eigentlich schnell kochen. Hier wollten wir ja ein bisschen was pflanzen. Ich weiß nicht, ob das hier drauf wächst. Das könnten wir mal mit einem probieren. Und die restlichen pflanzen wir mal hier entlang. So. Hervorragend. Dann nehmen wir die Kohle mal wieder auf. Die packen wir auch mal rein. Den packen wir auch mal weg. Dark Petals, Add Fuel, naja, dann verbrennen wir die halt mal. Ja, hätten wir uns für die Nacht vielleicht aufheben sollen, egal. Rocks. Okay, die packe ich mal rein. Die packe ich auch mal rein. Den können wir essen. Ja, machen wir gleich. Die toasten wir noch. Und dann nehmen wir mal, gehen wir mal wieder ein bisschen looten. Hey, mitnehmen.
Einmal schön viele Beeren. Ich bin mir echt nicht sicher, ob die Nahrung, die wir haben jetzt, gekocht, mehr Nährwert hat. Wisst ihr das vielleicht? Dann könnt ihr es mir mal vielleicht reinschreiben. In die Comments. Dann wissen wir da vielleicht dann auch mal Bescheid. Na, nehmen. So, ja, hier ist ja richtig viel Nahrung. Das ist ja geil. Oh, Nacht kommt. Und ich habe kein Holz mehr. Dann machen wir uns mal schnell wieder eins. Zack. Mitnehmen. Na? Nehmen wir alles mit, was wir hier finden. Genau. Na? Ja, noch haben wir ein bisschen. Ein paar Sekunden. Komm. Den machen wir auch noch. Und dann laufen wir zurück zur Base. Ich habe jetzt noch keine Hasen gesehen, aber Frösche. Ich muss mal gucken, ob man statt einer Hasen vielleicht eine Froschfalle bauen kann. Wäre cool, wäre mal was Neues. Ich muss... Wo muss ich hin? Rüber. This way. Bist du mein Samen in Ruhe? Genau, und dann machen wir... Ja, packen wir schon mal zwei rein. Genau. Okay, der ist jetzt noch nicht gewachsen, obwohl ich den als erstes gepflanzt habe. Beschleicht mich so der Verdacht, dass wir hier vielleicht... Doch, oh, wir können. Na gut, habe ich falsch gedacht halt eben. Dann pflanzen wir die halt hier mal überall mit her. Und packen hier mal noch Fuel rein. Kochendes Scheißzeug hier. Wenn wir was Schönes zum Essen haben. Müssen wir ja auch langsam mal wieder. Das ist alles getoastet. Okay. Machen wir das hier mal weg. Und es ist Nacht. Hervorragend. Ja, ein bisschen was geht noch. Ja, komm, einer geht noch. Ah, so, jetzt sind wir komplett satt. Und dann bringen wir hier mal wieder ein bisschen Ordnung rein. Ressourcen packe ich mal darüber. Genau. Ach, Karotten haben wir noch. Ist hier was zu essen drin? Nein. Okay, dann packe ich die Karotten mal rein, dass wir zur Not immer mal was auf Lager haben. So. Ich wollte gucken. Was wollte ich denn gucken? Ah ja, genau. Wir können ja bestimmt jetzt Spares machen. Da brauchen wir Rope dafür und für Rope brauchen wir Gras. Ach ja, ich wollte auch nach der Falle gucken. Wo ist denn die Basic Farm? Für die Farm war der Code, wo wir gebraucht haben. Ich erinnere mich. Wo waren denn hier die Fallen? Trap. Capture small creatures. Naja, da könnten Frösche ja durchaus reinfallen. Dann holen wir uns mal... Habe ich kein Gras mehr? Ach doch, vier. Okay. Das bedeutet, wir müssen ein bisschen Gras sammeln. Was brauchen wir noch? Schauen wir gleich nochmal. Gras und da haben wir noch drei. Zwei brauchen wir. Na naja, gut, Saplings können wir ja zum Not noch ein, zwei holen. Wenn uns rein zufällig welche begegnen wollen, tun. Okay. Na, hier ist auf jeden Fall Samen. Hier haben wir Saplings, die nehmen wir mit. Ah, zwei wieder zu schnell. Ah, und da sind auch Beeren nachgewachsen. Sehr geil. Und sobald wir den Speer haben, würde ich vorschlagen, dass wir uns mal so Büffel holen und Büffelkot mitnehmen. Dann können wir uns so eine Basic Farm bauen.
Ja, gubbeldigub. Ist schon recht. Ich krieg dich schon auch noch irgendwann. Okay, hier gibt's Hasen. Habe ich wohl irgendwie im Vorbeilaufen ignoriert. Naja. Bird Trap, Kompass. Kompass, weiß nicht, ob wir wirklich brauchen. Ich mache jetzt mal eine Falle. Ich finde die Musik ja echt schön, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Okay, dann gibt es jetzt mal hier eine Hasenfalle. Zack. Eigentlich wollte ich es ein bisschen über dem Rabbit Hole haben. Ne? So. Können wir gleich noch eine bauen? Nein, wir brauchen noch einmal Gras. Sammeln wir gleich noch ein bisschen. Weil dann machen wir nämlich hier in dem Bereich die große Hasenfarm. Ach, verdammt. Wieder zu schnell gewesen. Ja, wir haben schon angefangen. Cool. Bauen wir gleich wieder auf. Den mördern wir gleich wieder. Ich möchte die aber über dem Ding hier stehen haben. So. Da ist noch ein Rabbit Hole. Dann machen wir gleich noch eine. Die stellen wir hier drüber. Hervorragend. Können wir noch eine machen? Nein, wir brauchen mehr Gras. Finden wir hier jetzt wahrscheinlich erstmal keins mehr. Haben wir schon alles weggerissen. Na dann, gehen wir halt mal da runter. Wir haben auch nur noch 3 Holz, das heißt, ich mache mal hier schnell. Müssen wir ordentlich was zum Schüren haben in der Nacht. Und zum Nachpflanzen haben wir dann auch was, das ist gut. Na, nimm halt. Na, 13 Schläge können wir noch machen mit der Axt. Da suchen wir uns doch einen schönen großen Baum. Oder wo ist das alles? Ah, hier sind auch Hasen, sehr schön. Haben wir jetzt schon wieder eine Falle am Start? Nein, wir brauchen noch 2 Gras mehr. So, irgendwie mangelt es uns gerade weniger an Nahrung als das letzte Mal. So das Gefühl. So, dann stellen wir doch hier auf. Gut. Soll mir recht sein, wie sie steht. So, jetzt wird es gleich wieder dunkel. Machen wir mal noch eine Kontrolle der Fallen hier oben. Nein, nein. Aber wieso denn nicht? Mit dir los. Na super. Ich glaube, der Hase hat ein Problem. Und warum ist er nicht in die Falle, wenn er in das Loch reingeht? Was ist denn da los? Na, ich sehe schon, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, ne? Den nehmen wir noch mit. Okay. Und dann müssen wir Base, Base, Base. Ja, so schräg rechts. Sehr schön. Dann schieben wir den Spaß hier gleich mal an. Normal, dann können wir nämlich den Spaß hier auch noch kochen. Ein bisschen Hunger haben wir. Wir noch.
sollte reichen. Erstmal, dann packen wir die restliche Nahrung hier in die Truhe mit rein. Weil ich finde, das sieht definitiv nicht mehr aus wie ein Hase hier. Weiß auch nicht, ob. Aber roh können wir wahrscheinlich nicht essen, also möchte ich zumindest nicht riskieren. Können wir schon einen Speer machen? Nein, wir brauchen einen Rope und für Rope brauchen wir wieder Gras, ne? War dem nicht so? War das Rope? Rope war hier, brauchen wir 3 Gras und da haben wir jetzt natürlich keins mehr. War ja klar. Aber wir können noch. Wir hätten. Nee, es reicht nicht für drei Kisten, für eine Kiste, glaube ich. Wir brauchen 3 Bretter und wir bekommen 9 von 4. Ja, schade. Aber was wir machen können, ist das hier. Einfach hier mal wieder ein bisschen pflanzen. Genau. Eine Axt haben wir gerade auch nicht. Machen wir mal eine. Dann können wir jetzt nämlich in der Nacht ein bisschen Mining machen. Yeah, hier sind sogar 2 Goldnuggets drin. Sehr geil. Und es wird dunkel. Bam, bam. Okay, wir sollten vielleicht ein bisschen nachschüren. Alles dabei, was man braucht. Ich frage mich, ob die Felsen auch respawnen mit der Zeit wieder. Wäre schon cool. Na, so. Dann können wir das hier rein tun. Flint lasse ich mal da. Stones lasse ich auch mal da. Die Equipment. Jetzt müssen wir mal ganz kurz ein bisschen Bäume fällen gehen. Die hier unten möchte ich natürlich noch ein bisschen wachsen lassen. Und wir brauchen Gras, dass wir uns Rope basteln können. Dass wir einen Speer haben, dass wir uns Büffel jagen können. Okay, kein Hase in der Falle. Mal. Nee, können wir gerade noch nicht, weil ich möchte gern auch so Fische. Mal ein Fröschchen fangen. Gucken, was wir mit dem alles machen können. Ob man das auch essen kann oder ob das auch zu was anderem noch taugt. Und ich sehe gerade, der hier lässt an Leistung nach. Das heißt, wenn wir das hier haben. Hep, hau ab. Wenn wir jetzt mal dann genug Holz haben, werden wir mal. Die Büffel jagen. Die Buffalos. So. Ja, beim Speichern, da leckt er immer ganz kurz ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht. Aber hier im Spiel hängt er immer für eine Sekunde. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass wir schon mit dem ersten Charakter 2 weitere freigeschaltet haben. Das heißt, wir waren ja, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So zurückerinnere. Ich weiß zwar nicht mehr, wie viele Tage es insgesamt waren, die wir überlebt haben. Da müsste ich jetzt nochmal in den Aufnahmen nachgucken. Ja. Ah, wunderbar. Hier haben wir dann auch einen drin. Na, stell auf. Oder dann brauchen sie nämlich weniger Platz. Könnten wir ja die anderen auch mal noch schnell kontrollieren. Da was drinnen ist. Ja.
Sehr schön. Dann haben wir den auch gleich in kaltblütig ermordender Weise tot. Und wir hatten irgendwo doch noch eine Falle, bilde ich mir ein. Weißt du was? Ich nehme den Sapling mal mit. Sieht man die Fallen auf der Map? Ja. Haben wir echt nur drei Fallen aufgebaut? Okay, ich dachte, das wären mehr gewesen. Na gut. Aber ist ja auch egal. Jetzt gucken wir mal hier hoch, ob da vielleicht noch irgendwas. Ich bilde mir ein, da oben waren auch recht viele Bärenbüsche. Buschbären. Oh. Was zum Teufel bist du denn? Alter. Ist mir gleich mal ist, die Hose ins Hemd gerutscht. Nein, das Hemd in die Hose gerutscht. Waren wir hier oben überhaupt schon? Ja. Okay, wir sollten uns demnächst wieder mal was zum Essen gönnen. Ich bin gerade am überlegen, ob wir die Base nicht hier auf den Stein raufbauen. Oder? Klingt vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, jetzt wird's dunkel. Okay, dann ja, ich glaube hier würde ich gerne eine Base errichten. Science Machine kann ich ja nochmal bauen. Das machen wir aber dann so nach und nach. Jetzt kümmern wir uns erstmal um ein schönes Feuerchen. Auch wieder so ein dauerhaftes. Was? Lock? Lock? Nur 18? Nee. So, 2x4 rein. Seeds, kochen wir durch. Mussels kochen wir auch. So, und die können wir jetzt hier auch pflanzen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt möchte, weil hier möchte ich ja dann Woodwalls außenrum aufbauen. So, den Speer können wir nur craften, wenn wir unten sind, okay. Das machen wir dann am nächsten Tag. Und wenn wir den Speer haben, dann gehen wir zu unseren Büffelfreunden. Können auch mal. Ah, nee, habe ich. Doch, habe ich. Ich habe sogar eine. Ah ja, okay. Ich dachte jetzt schon, sie hätte die Axt gebraucht. Aber alles gut. Das packen wir mal ein. Ja, das schaffen wir noch, bevor es dunkel wird. Hier. Dann können wir vielleicht eine Sa. Oh, verdammt. Noch eine Science Machine einrichten hier oben. Manchmal klicke ich irgendwie immer ein Tickchen daneben. Was hat er den jetzt? Ah, wir waren wieder zwei hintereinander vermutlich. So. Zusammen. So, können wir jetzt eine Science Machine bauen? Können wir. Machen wir mal hierher. Nicht so weit weg vom Feuer. Loks haben wir noch. Machen wir mal nochmal einen rein. Essen tun wir mal. War alles an Essen jetzt? Oh oh. Ist unschön. Genau, wir brauchen einen Speer. Uns fehlt ein Rope. Das Rope ist dann wahrscheinlich hier. Hervorragend. Und was brauchen wir noch? Das ist ein Sapling. Das sind jetzt natürlich keine in der Umgebung, ne? Weil das ja klar war. Den kann ich nicht nehmen. Okay, der wächst erst noch nach, vermutlich. Tadam-tum-tum-tum. Wir können doch, wenn wir das hier ausstatten, mal. Ah, das
Das ist... ich habe Angst, dass ich damit ins Wasser falle. Das möchte ich ja eigentlich auch nicht. Aber, ha, wir können doch... Können wir nicht, nee, den hier nicht, den hier. Wenn ich hier pflanze... kann ich auch nicht rausreißen, okay. Naja, hätte ja sein können. Es wird aber gleich wieder Tag. Dann pack ich dich wieder raus. Ja, gleich. Hervorragend. Saplings. Wo sind denn hier die Saplings? Und vor allem, was ist das denn hier? Ein Auge schreien hier nicht oder was? Da ist ein Sapling. Den mache ich jetzt schnell weg. So, sehr gut. Das Zeug, ich lasse es mal hier drin in der Kiste, aber ich hole mir mal noch ganz kurz ein bisschen was zum Essen raus. Wir haben mal ein paar Karotten mit. Pfeifen uns die mal rein. Und dann würde ich sagen, machen wir uns einen Speer, einen Prototyp. Rüsten den aus. So. Und gucken, da links war es Wurmloch. Dann holen wir uns doch mal spontan schnell. Auf. Genau. Dann holen wir uns doch mal schnell einen Büffel. Oh, 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 oh. Oh, Baby, lauf. 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 War vielleicht gar nicht so cool die Idee. Vielleicht gar nicht so cool die Idee. Mal gucken, dass wir den loswerden hier. Irgendwie. Okay, Glück gehabt. Kann man hier Pfeil und Bogen oder sowas craften? Ich nehme jetzt mal hier die Kacke mit. Dass wir uns vielleicht mal was zum Essen anbauen können. Ist er wieder friedlich? Mann, 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 was war das denn? Haben wir richtig Dusel gehabt gerade. Also wird es gar nicht so leicht an diese Dirt Pile. It leads to my new friend. Okay, und der leadet wohin? jetzt können wir mal ganz kurz bezüglich der Nahrung gucken. Verdammt, wir brauchen einen mehr. Okay, dann gehen wir halt nochmal ganz kurz zurück. Weil halt echt nur drei angepackt. Und Fallen müssen wir noch kontrollieren. Halt, hier sind wir rein. Wenn wir Food anbauen können. Das ist schön, dass du gerade hier Kacker gemacht hast. Nein! Oh. Das wollte ich doch nicht. Das habe ich ja mittlerweile begriffen, dass man hier Gefahr läuft, angegriffen zu werden. Na, nimm. Gott sei Dank attackieren einen die Hasen nicht. Wäre aber auch noch schöner. Und zurück. Jetzt haben wir auf jeden Fall genügend. Dass wir mal eine basische Farm bauen können. Wir haben 12 Holz. Die bauen wir jetzt aber auch gleich oben. Was haben wir denn hier eigentlich alles noch drin? Okay, hier ist auf jeden Fall noch was zu essen dann. Das ist gut. Dann mal. Ah,
hier sind wieder Bären. Sehr schön. Und eine Axt. Dann hole ich mir mal ein bisschen Holz. Flint nehmen wir auch gleich mit. Wenn wir schon da sind, ne? Ist das doch gar keine schlechte Idee eigentlich. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt können wir uns bestimmt unsere Farm machen. Nein, wir haben zu wenig Gras. Das heißt, wir brauchen noch Gras. Zack. Und dann bauen wir uns noch. Was? Es werden doch immer mehr, kann das sein? Oder verschaue ich mich? Bin ich jetzt doof? Was ist hier? Ah, schon wieder ein Dirtpile. Komm, Freunde, hier wird noch ein bisschen Gras sein, oder? Arg. Kein Gras, ich brauche Gras. Und ich brauche Berries. Dem Bärenbusch-Bärenbaum. Komm, einmal Gras noch. Bevor es dunkel wird. Komm, bitte. Ja, hier. Sehr schön. Und dann gehen wir jetzt mal zurück. Oh, werden die Karotten schlecht hier? That tasted terrible. Okay, ich wusste nicht, dass die schlecht werden können. Aber na gut, dann, was war das denn? Ah, okay, wenn es dunkel wird, macht sie sich scheinbar hier immer so ein kleines Feuerstellchen hin, oder wie? Und das sind seltsame Geräusche. Und jetzt fangen die Dinger hier schon wieder an. Eieiei. Yeah, Basic Farm. Hier. It's a pile of dirt. Und wie. Oh, was bist du denn? Wie pflanze ich jetzt was an? Die kann ich schon mal nicht. Kann ich Karotte hier anpflanzen? Nee. So. Ah, wahrscheinlich. Ja. Achso, ich kann hier nur einmal Samen pflanzen. Okay. Ja gut, wir sehen hier wieder bitterböse Augen, haben jetzt mal eine Kleinigkeit gepflanzt. Die Nacht ist gleich wieder rum und ich verabschiede mich jetzt schon mal, denn wir machen für heute wieder Feierabend und wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn es dann, wenn der Morgen graut. Und vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin, ciao, macht's gut.